So, wir dürfen anfangen. Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen zur dritten Runde, Vortragsrunde, begleitend zur Sonderausstellung Dachauer Prozesse, die hier auf unserem Gelände jetzt gezeigt wird täglich. Wir haben uns ja mit dieser Vortragsrunde vorgenommen, die Verfahrenskomplexe, Verbrechenskomplexe, die zu den Dachauer Prozessen dazu gerechnet werden, die aber in der Ausstellung jetzt nicht so zum Tragen kommen, wie das vielleicht wünschenswert wäre, wie es aber dann eben auch unter den räumlichen Gegebenheiten, unter den inhaltlichen Voraussetzungen nicht anders machbar war, dass eben die Verfahren, die jetzt nicht unbedingt die KZ-Verfahren betreffen, dass die eher spärlich nur zur Geltung kommen, nur sehr kurz abgehandelt werden. Dafür freuen wir uns, dass wir auch heute wieder eine Expertin, einen Experten zu jeweils einem weiteren Verbrechenskomplex gewinnen konnten, um hier heute Abend das vorzustellen. Wir eröffnen den Abend mit Dr. Susanne Meinl. Frau Meinl ist freie Historikerin, hat Geschichte, Politik und Soziologie studiert und geforscht zu verschiedenen Themenbereichen, zunächst zum nationalkonservativen Widerstand gegen das NS-Regime, dann zur Rolle der Reichsfinanzverwaltung bei der Enteignung von Juden und dann auch zum Thema der Geschichte der Geheimdienste in Deutschland, man kann sagen fast durchs 20. Jahrhundert hindurch und einen Spezialausschnitt dabei. Sie hat sich der Siedlung in Pullach gewidmet und deren Wandel von der NS-Zeit hin zum Sitz des jahrzehntelangen Hauptquartiers des Bundesnachrichtendienstes. Heute Abend ist sie hier, um einen Ausschnitt aus ihren langjährigen Forschungen zu den sogenannten Fliegerprozessen vorzustellen, den Gewalttaten und Mordtaten an abgestürzten und abgeschossenen alliierten Fliegerbesatzungen. Und ja, wir freuen uns, Frau Meinl, dass Sie hier sind und Sie dürfen sozusagen das Feld übernehmen. Erstmal danke für die freundliche Einführung. Ich freue mich, dass heute Abend doch ein paar Gäste gekommen sind, um sich dieses ausgesprochen unangenehme Thema anzuhören. Es ist eines, was mich seit einigen Jahren umtreibt. Das ist mir mal so gewissermaßen auf die Schulter gelegt oder vor die Schwelle gelegt worden. Ist mir sehr schwer gefallen. Das hatte auch den Hintergrund, dass ich Fliegen gehasst habe und die Vorstellung, dass ich mich mal mit so einem Thema beschäftigen würde, das dann solche Intentionen angenommen hat, dass ich mit so einem alten B-17-Bomber mal mitgeflogen bin, um das auch hautnah zu erleben. Wenn mir das einer irgendwie vor 2013 gesagt hätte, gesagt, ja, schöne Idee, aber ohne mich. Gott weiß, wie viele Jahre ich Tag für Tag mit diesem schrecklichen Bild in meinem Kopf leben muss. Im Sommer 1945 warteten Tausende von US-Familien auf die Rückkehr ihrer Söhne, Brüder und Ehemänner aus Europa. Ein Teil von ihnen war dort zwischen 1943 und 1945 als Angehörige der US Army Air Force beim Kriegseinsatz abgeschossen worden und in Kriegsgefangenschaft geraten. Viele galten aber auch als vermisst. Besonders tragisch war der Fall der im Sommer 1944 in Groß-Gerau ermordeten Mitglieder einer Bomberbesatzung der 8. US-Luftflotte. Die Crew der Hard to Get, viele Flugzeuge trugen Namen, war am 26. August 1944 beim Angriff auf ein Gelsenkirchener Hydrierwerk abgeschossen worden. Zwei unverletzte Flieger, der Flugingenieur Harvey Perkey und der Navigator Chuck Evans, entkamen auf dem Weg zum Verhörlager in der Nähe von Mainz und wollten sich nach Frankreich durchschlagen. Es waren just die Tage, als Paris in die Hände der Alliierten gefallen war. Dabei wurden sie am Rheinübergang bei Trebur gefasst, weil sie ein paar Gänsen über den Weg liefen und anstelle zur nächsten zuständigen militärischen Dienststelle in die Kreisstadt Groß-Gerau verbracht, deren Rüstungsindustrie in der Nacht zuvor Ziel eines schweren Bombenangriffes der Royal Air Force gewesen war.
Auf Anordnung des Kreisleiters und des Landrats wurden die beiden jungen Männer der aufgebrachten Bevölkerung als Blutopfer übergeben. Ein Lynchmob beiderlei Geschlechts hetzte die beiden stundenlang durch die Straßen. Und da sie dann immer noch nicht tot waren, wurden sie schließlich auf Befehl des Polizeichefs des Ortes von einem SA-Führer und einem Wehrmachtssoldaten vor aller Augen und Ohren mit Stemmeisen erschlagen. Der Unteroffizier namens Sturm ließ sich vorher noch Zivilkleidung, damit er nicht als Angehöriger der Luftwaffe zu erkennen war. Die Familien Perky und Evans erfuhren zufällig aus einem Prozessbericht in der Zeitung im August 1945 die grausamen Umstände des Todes der jungen Männer, die sie noch unter den Lebenden wähnten. Im fernen besiegten Nazi-Deutschland fanden die ersten Verfahren vor US-Militärtribunalen wegen Kriegsverbrechen statt und die Reportagen und Urteile fanden auch den Weg in die Zeitungen nach Amerika. Dabei waren die Opfer der Flieger-Lynchjustiz häufig noch gar nicht gefunden worden oder die Gräberkommissionen in der englischen und in der US-amerikanischen Besatzungszone holten parallel zu den Kriegsverbrecherprozessen erst auf Hinweise von NS-Gegnern, befreiten Zwangsarbeitern und reumütigen Bürgermeistern die zunächst namenlosen Leichen aus den Gräbern auf dem Friedhof oder den Löchern, wo sie ohne Erkennungsmarke mehr oder minder heimlich verscharrt worden waren. Manche waren so durchlöchert von Kugeln, dass sie und in schlechtem Erhaltungszustand oder nur noch in Teilen, sodass es genauer, langwieriger Untersuchungen über die genaue Identität und der Todesumstände bedurfte. Zumal vielen von ihnen die Erkennungsmarken, die sogenannten Dog Tags, fehlten. Auch im Falle von Harvey J. Perky war der Leichnam unvollständig, sodass eine zweifelsfreie Identifizierung bei der Obduktion Jahre dauerte. Vom durch die Schläge mit den Stemmeisen zerstörten Kopf war nichts mehr vorhanden. Nur durch ein paar zufällig in den provisorischen Sarg geratene Erdstücke mit Zahnresten konnte der Flieger schließlich doch noch identifiziert werden. Die Bilder des exhumierten Körpers hatte man der Familie wohlweislich nie gezeigt. Die Mutter eines der Ermordeten, Sybil Perky, schrieb in einem Brief an damit befasste US-Dienststellen nach Kenntnis der wahren Umstände des Todes und mit der flehenden Bitte um eine Information über den Verbleib ihres Leichnams ihres Sohnes. Gott weiß, wie viele Jahre ich Tag für Tag mit diesem schrecklichen Bild in meinem Kopf leben muss. Die Verfahren gegen die Mörder ihres Sohnes und des zweiten Fliegers zogen sich über Jahre. Und als das letzte milde Urteil in Dachau gesprochen, der Sohn zweifelsfrei identifiziert worden war und beerdigt werden konnte, hinterließen der Mord und seine juristische Aufarbeitung eine bis heute zerstörte Familie. Im Juli 1947 stand der vorläufig letzte Tatbeteiligte, der Luftwaffenunteroffizier Georg Sturm, in Dachau vor Gericht. Da er eine kriegsbedingte Amnesie vorschützte, die bereits im April 1946 in Landsberg hingerichteten Mitbeteiligten für alles verantwortlich machte und der Elan der War Crimes Group sichtlich erlahmt war, entging er dem Strang. Das Gericht diktierte ihm milde 3 Jahre Gefängnis zu und es ist nicht einmal bekannt, ob er seine Haftstrafe jemals beendete. Mehr noch als das letzte Dachauer Fehlurteil trieb die Familie der Verbleib des Leichnams um, der zum Zeitpunkt des Urteils gegen Sturm immer noch nicht zweifelsfrei identifiziert schien. Und als die Familie nach positivem Befund ihren Sohn endlich heimholen wollte, kam der nächste Schicksalsschlag. Der Vater von Harvey J. Perky erlitt 1949 bei der Überführung seines Sohnes auf den Friedhof Arlington, 4 Jahre nach dem Mord, vor Aufregung eine tödliche Herzattacke. Sybil Perky wurde nach diesem doppelten Verlust eine verbitterte, einsame alte Frau, trank und machte es der Familie ihrer Tochter bis heute schwer, über den Tod des Bruders und Onkels hinwegzukommen. Dies ist einer von bekannten, schätzungsweise 350 Fliegermorden. Ich betone bekannt, die Dunkelziffer ist aus verschiedenen Gründen hoch und die wahre Zahl dürfte nach jetzt erst
langsam zugänglichen Aktenbeständen aus US-Archiven weitaus höher liegen, vermutlich jenseits der 1000. Organisierte Lynchmorde wie diese fanden in Südhessen rundum zwischen dem 25. und 30. August 1944 mehrfach statt. 6 weitere US-amerikanische Flieger starben in Rüsselsheim. Zahlreiche Engländer und Amerikaner überlebten die Übergriffe der aufgeputschten Menge nur mit viel Glück. Die Nazi-Propaganda nannte dies den berechtigten spontanen Volkszorn, aber wie man heute weiß, waren derartige Lynchmorde weder spontan noch eigentlich vom breiten Volk durchausgehend, sondern über Monate vorbereitete, auch durch die unablässige Propaganda wohl orchestrierte Aufforderung zum Mord und Totschlag, vorangetrieben durch Gau- und Kreisleiter der NSDAP, Gestapo und wie im Falle des südhessischen Tatkomplexes durch den früheren SS- und Polizeiführer in Wiesbaden. Sein Name war Jürgen Strob. Die meisten Menschen werden ihn, soweit der Name überhaupt heute noch bekannt ist, mit der blutigen Niederschlagung des Aufstands im Warschauer Ghetto in Verbindung bringen, nicht mit den heute weitgehend vergessenen Fliegermorden und ihrer juristischen Ahndung im Zuge der Dachauer Kriegsverbrecherprozesse. Sind die Fliegermorde also ein vergessenes Kriegsverbrechen? Bis zum Sommer 1943 behandelte man im Deutschen Reich und in den besetzten Gebieten notgelandete westalliierte Flieger weitgehend gemäß den Bestimmungen der Genfer Konventionen von 1929. So, und es muss betont werden, wie es den deutschen Fliegern in den Ratifizierungsstaaten in der Vergangenheit bei ihrer Gefangennahme ergangen war und auch weiter ergehen würde. Dato war ganz klar geregelt, was auch mit den abgeschossenen Flugzeugbesatzungen zu geschehen hatte. Nach ihrer Festnahme waren sie mit Würde zu behandeln und vor Übergriffen Dritter zu schützen. Explizit hieß es auch, Vergeltungsmaßnahmen an ihnen auszuüben, ist verboten. Mit dem sich verstärkenden Bombenkrieg über Deutschland wurden die Genfer Konventionen aufgeweicht, schließlich für die Besatzungen abgeschossener westalliierter Flugzeuge im Deutschen Reich und den besetzten Gebieten de facto fast außer Kraft gesetzt. Je nach Gau und Zeitpunkt versuchten Greifkommandos von Gestapo, Polizei, NSDAP und auch aus der Wehrmacht, sich der Abgesprungenen zu bemächtigen und sie zu liquidieren. Einzelne Parteiorganisationen wetteiferten darin, auch die Bevölkerung zu Übergriffen auf die Kriegsgefangenen aufzuhetzen. Besonders hervor tat sich dabei der Leiter der Parteikanzlei, Martin Bormann. Er bedrohte bereits im März 1944 alle diejenigen mit der Einweisung ins Konzentrationslager, die dem gefangenen Feind aus der Luft, Zitat, nicht mit der nötigen Härte und dem nötigen Abstand entgegentraten. Ende Mai 1944 forderte Bormann zusammen mit dem Reichsminister für Propaganda und Volksaufklärung Josef Goebbels Bevölkerung und Parteifunktionäre dann indirekt zum Lynchmord auf. Die Kampagne stand im Kontext der Lancierung neuer angeblicher Wunderwaffen als Vergeltung für die zunehmenden Bombenangriffe auf deutsche Städte. Während Goebbels im Rundfunk und im Völkischen Beobachter offen den Freifahrtschein zum Mord ausstellte, sollten Bormanns Anweisungen dagegen zur Volksjustiz gegen angloamerikanische Mörder nur mündlich weitergegeben werden, vom Gauleiter bis hinunter in die einzelnen Ortsgruppen. Einzelne höhere Parteifunktionäre wie der westfälische Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar Albert Hoffmann und der Münchner Paul Giesler, Reichsverteidigungskommissar für den Wehrkreis 7, gaben im Februar-März 1945 zusätzlich mündlich übermittelte Mordbefehle. Im Falle von Paul Giesler erging wohl schon im Juli 1944 während einer verheerenden Welle von Luftangriffen auf die Rüstungsindustrie in und um die Hauptstadt der Bewegung München eine zusätzliche Aufforderung an die NS-Funktionäre im Traditionsgau München-Oberbayern, notgelandete, Zitat, Terrorflieger und Luftgangster sofort zu erschießen. Giesler entzog sich der Verantwortung für seine politischen Taten im Mai 1945 ebenfalls durch Selbstmord in Berchtesgaden. In den Dachauer Kriegsverbrecherprozessen, den Spruchkammerverhandlungen gegen NS-Funktionäre aus seinem Gau
und dem Verfahren gegen den Freisinger Kreisleiter Hans-Rupert Viehlechner kamen Gieslers Anweisungen nur schemenhaft zur Sprache. Ein Dokument, ein expliziter Lynchbefehl, existiert in schriftlicher Form wahrscheinlich nicht oder ist zumindest bis heute noch nicht aufgefunden worden. Im Gegensatz zu anderen Gauen dominierten im Traditionsgau München-Oberbayern Liquidierungen durch einzelne Mordkommandos, nicht das öffentliche Lynchen vor aller Augen und mit breiter Beteiligung der Bevölkerung wie im Gau Hessen-Nassau. Bei den US-Dienststellen machte allerdings schon im Sommer 1944 das wilde Gerücht die Runde, dass in München nach den Juli-Angriffen 1944 tote amerikanische Flieger an den unzerstörten Laternenmasten hingen würden. Die Erfindung des Luftgangsters, der auf die US-Flieger gemünzt war, in der zweiten Jahreshälfte 1943, war in Vokabular und bildlicher Umsetzung ein besonders intensiv nachwirkendes Meisterstück goebbelscher Propaganda. Ihnen sollte damit der Status der Kriegsgefangenen abgesprochen werden. Aus geschützten Soldaten wurden damit Kriminelle. Bei zahlreichen US-Crews war es üblich, ihre Flugzeuge mit Spitznamen zu versehen und sich den Namen auf ihre Fliegerjacken sticken zu lassen. So nannte sich eine Crew der 8. US Army Air Force ihre B-17 fliegende Festung Murder Incorporated nach einer legendären Gangsterbande aus New York. Die Crew wurde Ende November 1943 über Deutschland abgeschossen. Der Bombenschütze Kenneth D. Williams trug dabei seine Jacke mit Murder Incorporated auf dem Rücken. Das Foto der Jacke fand den Weg ins Propagandaministerium. Goebbels präsentierte der Bevölkerung nun den scheinbaren Beweis für seine Behauptung, bei den Bomberbesetzungen habe es sich um Gangster aus Chicago oder New York gehandelt. Der Gangster galt dabei als Symbol einer angeblich verrohten und kulturlosen US-amerikanischen Gesellschaft. Die Flieger seien für die Angriffe aus den Gefängnissen entlassen worden und hätten dafür mit $50.000 honorierte Angriffe auf die deutsche Zivilbevölkerung und die deutsche Kultur geflogen. Der völkische Beobachter zeigte Williams und titelte: USA, Luftgangster nennen sich selbst Mordverein, Bildbeweis für den Unterweltcharakter des Luftterrors. Ein zweiter Artikel im völkischen Beobachter kurze Zeit später behauptete, dass dahinter jüdisch dominierte Gangsterbanden steckten, womit wieder das allbekannte Feindbild der jüdischen Weltverschwörung bemüht wurde und zusätzlicher Hass auf die Juden geschürt. Die US-amerikanischen Flieger jüdischen Glaubens waren durch den Eintrag H für Hebrew oder J für Jew auf ihren Erkennungsmarken auch damit besonders gefährdet. Die populäre Luftwaffenillustrierte Adler sekundierte mit Reportagen, in denen gefangene US-amerikanische Flieger angeblich erzählten, dass sie ihren Kriegseinsatz in der Luft als gutes Geschäft betrachteten. Ganz im Gegensatz natürlich zu den deutschen Piloten, die für Führer, Volk und Vaterland flogen. Der Ende Mai 1944 in allen Printmedien und im Rundfunk verbreitete, bereits erwähnte Text von Goebbels, ein Wort zum feindlichen Luftterror, verfolgte mehrere Zwecke. Er sollte die Bevölkerung an der Heimatfront zu weiteren Übergriffen anstacheln, ihr ein Ventil geben oder einen Sündenbock für den nicht erfolgten Schutz der Zivilbevölkerung durch rechtzeitigen Bunkerbau oder andere Maßnahmen. Er sollte auch den feindlichen Luftstreitkräften drohen, die alliierten Flieger bei ihren Missions verunsichern und eine juristische Grauzone schaffen, in der die Morde ohne Repressalien für die eigenen Kriegsgefangenen begangen werden konnten. Goebbels notierte zufrieden in sein Tagebuch: Es wird sicherlich sehr bald in Deutschland das große Pilotenjagen einsetzen. Die Fliegerlynchjustiz war jedoch keine isolierte Aktion einzelner NS-Größen, sondern mit Hitler abgesprochen. Nach der Invasion im Juni 1944 wurde zwischen der Parteiführung, dem Reichssicherheitshauptamt, dem Auswärtigen Amt und der Luftwaffe sogar diskutiert, alle festgenommenen Flieger, die sich angeblich an Angriffen auf die Zivilbevölkerung oder auf nicht-militärische Ziele beteiligt hatten, in den Konzentrationslagern der Sonderbehandlung zuzuführen. Hitler verstärkte die Mordbefehle Anfang Juli 1944 dahingehend,
dass er bei einer Lagebesprechung anordnete, dass abgeschossene Flieger, die Angriffe auf Ortschaften ohne militärischen Wort geflogen seien, bei Ergreifung automatisch zu erschießen seien. Ab dem November 1944 wurde mit dem Aufbau von Werwolf-Kommandos auch der gezielte Mord an westalliierten Fliegern zu deren Aktionsfeld. Welche Personen, wie viele Personen waren nun von der Flieger-Lynchjustiz betroffen? Die Angaben variieren, da in der bisherigen Forschung meist nur diejenigen subsumiert werden, deren Tod nach 1945 durch Kriegsverbrecherprozesse behandelt wurde. In den Dachauer Kriegsverbrecherprozessen mussten sich in 489 Verfahren 1672 Anklagte verantworten. 226 Verfahren betrafen Übergriffe und Morde auf US-Flieger. Die Zahl der Angeklagten mit deutscher, österreichischer und ungarischer Herkunft beiderlei Geschlechts betrug 646. Betroffen waren von den Morden und Übergriffen mehr als 1200 amerikanische Opfer mit einer hohen Dunkelziffer. Zum Vergleich, in der britischen Besatzungszone in Deutschland gab es zwischen dem 17. September 1945 und dem 19. Dezember 1949 mehr als 250 Kriegsverbrecherprozesse vor britischen Militärgerichten. Von den mehr als 900 Angeklagten waren 90% männlich und 10% weiblich. Ein Geschlechterverhältnis, was auf den ersten Blick auch für die US-Zone gelten dürfte. Wie sich das Verhältnis Fliegermorde zu allgemeinen Übergriffen auf Soldaten des Commonwealth zu bewerten ist, müsste eine intensive Auswertung der britischen Akten ergeben. Dazu aber gerne mehr in der Diskussion. Inzwischen müssen die Opferzahlen durch Freigabe bisher gesperrter US-Akten und die Ergebnisse neuerer Forschungen, beispielsweise in Österreich, deutlich nach oben korrigiert werden. In Österreich allein wurden schon nachweislich mindestens 70 US-Flieger ermordet. 104 Amerikaner und 9 Briten gelten bis heute als vermisst. Und es ist keineswegs ausgeschlossen, dass sie nicht durch die Kampfhandlungen zu Tode kamen, sondern nach Notlandung ermordet wurden oder durch die Verweigerung medizinischer Hilfe starben. Die genaue Zahl der Todesopfer ist auch für das Gebiet des Altreichs deshalb bis heute ungeklärt. Der gleiche Befund gilt übrigens auch für die mit Deutschland verbündeten Staaten und das Sudetenland. Ich kenne zum Beispiel einen US-Forscher, der versucht, das Schicksal einer kompletten Bomberbesatzung in Ungarn aufzuklären, die nach der Gefangennahme durch ungarische Pfahlkreuzler und Waffen-SS in den letzten Monaten des Krieges bis heute als vermisst gelten. Ein weiteres Beispiel: Nach dem Bombenangriff auf Dresden stürzte eine Maschine der 306. Bomb Group auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik, damals bei Wernstedt im Sudetengau, ab. Die Leiche eines Crewangehörigen ist bis heute unauffindbar. Dafür erreichen die US-Behörden bis heute widersprüchliche Informationen darüber, ob er am Fallschirm verblutet ist, der Fallschirm sich nicht öffnete oder sich jemand an dem verletzten Kriegsgefangenen vergriffen hatte. Derzeit gehen damit befasste Wissenschaftler von etwa 1000 Ermordeten und mehr aus. Nimmt man die Zahlen des Dachauer Kriegsverbrecherkomplexes, so waren es also eine im Vergleich zu den Toten des Holocaust, des Krankenmordes oder des Mordes an den sowjetischen Kriegsgefangenen doch eine vergleichsweise geringe Zahl. Politisch und ideologisch disponierter Massenmord war es aber trotzdem. Ich möchte jetzt gerne noch einen weiteren Blick auf die Fliegermorde und ihre juristische Ahndung werfen. Kann man von Erfolgen sprechen, kann man von Misserfolgen reden? Bis 1944 hatte die US-Regierung keine juristische Infrastruktur geschaffen, mittels der die Kriegsverbrechen auf dem europäischen Kriegsschauplatz geahndet werden sollten. Dies änderte sich im Sommer 1944 mit der Invasion deutschen Kriegsverbrechen an amerikanischen Soldaten, wie den Vorfällen in Malmedy, über die wir nachher noch hören werden, und in Italien, und dem zunehmenden Durchsickern des gezielten Tötens notgelandeter US-Flieger. Die Meldungen darüber nahmen in einem Maße zu, dass der Secretary of War, Henry L. Stimson, im November 1944 ein War Crimes Office, eine Abteilung für Kriegsverbrechen innerhalb
das Office of the Judge Advocate General der obersten, des obersten Gremium der US-Militärjustiz einrichtete. Hier sammelten nun zum Kriegsdienst einberufene Juristen die Meldungen über deutsche Kriegsverbrechen, die auf ganz unterschiedlichen Wegen dorthin gelangten. Da die Erkenntnisse auch grundlegend für die Bewertung von Erfolg und Misserfolg sowie des Umfangs der Anklagen in Dachau relevant sind und auch die Komplexität der heutigen Forschung erklären, möchte ich gerne einen kurzen Blick darauf werfen. Die War Crimes Group konnte auf folgende Basis zurückgreifen: die Erkenntnisse der eigenen militärischen und politischen Nachrichtendienste, die Aussagen repatriierter Kriegsgefangener, die wegen ihrer schweren Verletzungen gegen deutsche Gefangene ausgetauscht und nach Hause zurückkehren durften. Auf kodierte Meldungen der in Deutschland inhaftierten Soldaten aus den Stalags und Oflags. Die Insassen der Gefangenenlager waren militärisch durchorganisiert und besaßen eine eigene Nachrichtendienststruktur, die nicht nur Meldungen über den Kriegsverlauf und Kriegsauswirkungen im Deutschen Reich sammelte und in die USA durchgab, sondern auch die Verletzung des Kriegsrechts und der Genfer Konventionen durch Übergriffe auf Kriegsgefangene dokumentierte. Mit dem Vormarsch der alliierten Truppen fielen den Amerikanern auf deutschem Boden, aber nicht nur dort, Dokumente in die Hände, die die gezielte Ermordung der notgelandeten Flieger bewiesen. Nicht alles konnte mit dem Nero-Befehl im Frühjahr 1945 vernichtet werden. Wichtig war auch die systematische Befragung der eigenen befreiten Kriegsgefangenen zwischen Mai und August 1945 im Falle der Angehörigen der US Army Air Force im Camp Lucky Strike in Frankreich. Die Befragungen sind heute Bestandteile der sogenannten Missing Aircrew Reports. Außerdem meldeten befreite Zwangsarbeiter und NS-Gegner den alliierten Truppen beim Einmarsch in eine Stadt oder Region die ihnen bekannt gewordenen Vorfälle. Ein Beispiel: als die französische Armee am 27. April 1945 in Kempten einmarschierte, meldete sich bei den Truppen ein französischer Kriegsgefangener. Im Vorjahr habe man nach einem schweren Bombenangriff auf den Ort Pullach bei München, wo er zuvor als Zwangsarbeiter eingesetzt gewesen war, einen notgelandeten amerikanischen oder kanadischen Flieger umgebracht. Der Mann namens Sinigoy gab den Truppen Hinweise, wo und bei wem sie nähere Hinweise anlässlich des Einmarsches in Pullach erhalten konnten und wer Augenzeuge gewesen sei. Sinigoys Hinweise stimmten. Ob sie dann 4 Tage später allerdings dazu führten, dass amerikanische Truppen an den an der Tat beteiligten Pullacher Ortsgruppenleiter erschlugen, darf bezweifelt werden. Hier waren es wohl eher die Zwangsarbeiter vor Ort, die die Amerikaner zu dem Nazi-Funktionär führten. Und, wichtig auch, oder völlig unerforscht, der Austausch mit den britischen Dienststellen, die ihrerseits Kriegsverbrecherprozesse vorbereiteten. Über die Intensität kann ich dazu leider nicht sagen, da hierzu das vollständige Quellenmaterial der Dachau Trials und die Akten aus den britischen Archiven nötig wären. Noch relativ unsystematisch wurden die Namen der mutmaßlichen Tatbeteiligten gesammelt und im Rahmen umfangreicherer Aufstellungen zur späteren Verhaftung vermerkt. Bekannt ist zum Beispiel das Central Registry of War Criminals and Security Suspects, kurz CROCAS, anhand dessen ab der Kapitulation Deutschlands nach mutmaßlichen Kriegsverbrechern gefahndet wurde. Im Pariser War Crimes Office stapelten sich die Funde eigens ausgesandter Untersuchungsteams sowie das, was von befreundeten Nachrichtendiensten und der eigenen Fronttruppe übermittelt wurde. Angesichts der sich ankündigenden totalen Kapitulation Deutschlands wurden im April 1945 erste Grundlagen für spätere Kriegsverbrecherprozesse geschaffen. Wichtig war dabei im Falle der späteren Fliegerprozesse, dass es Beweise für die Existenz eines Mordes oder eines Übergriffs gab, sei es durch Zeugenaussagen und/oder eine Leiche. Dieser Punkt war entscheidend dafür, dass viele der angezeigten Morde oder vermuteten Morde nie das Stadium des Gerichtsverfahrens erreichten, weil nämlich eben die Beweise fehlten. Im Juli 1945 zog die War Crimes Group von Paris nach Frankfurt und Wiesbaden. Hier musste sie aus der schieren Masse der inhaftierten mutmaßlichen Kriegsverbrecher, so wurde die Zahl von 300.000 Internierten in diesem Zeitraum genannt, viele Tausende waren zudem flüchtig, eine Auswahl treffen.
Der spätere Kopf der War Crimes Group, Colonel Cleo E. Strait, bedauerte in der Rückschau, dass es nicht möglich gewesen war, alle Massenmorde und Übergriffe auf US-amerikanische Soldaten aufzuklären und dass tausende Täter davongekommen waren. In Kooperation mit der War Crimes Group führten die 7. US-Armee für den westlichen Teil ihres Kriegsgebiets und die 3. US-Armee für den östlichen Teil die ersten Verfahren wegen Verletzung der Genfer Konventionen durch. Standorte von Militärtribunalen waren bis zum April 1946 für den westlichen Teil ihres Kriegsgebiets bzw. der Besatzungszone Ludwigsburg und Heidelberg, für den Süden und Osten eine Reihe wechselnder Standorte wie Freising, Augsburg und München, bis die auf dem Gebiet des Altreichs begangenen Fliegermorde schließlich zentral in Dachau verhandelt wurden. Die österreichischen Fälle bzw. Prozesse fanden teilweise aber auch in Salzburg statt. Bevor ich zu der Frage der kollektiven Erinnerung komme, noch eine Bemerkung zum prozesstaktischen Vorgehen der War Crimes Group und der Militärgerichte der beiden amerikanischen Armeegruppen. Die frühen Prozesse standen deutlich im Schatten des asymmetrischen Wissens um die Tatumstände. Es gab außerdem einen deutlichen Zwiespalt zwischen dem emotionalen und juristischen Bestreben, die Taten umfassend und radikal zu ahnden und der Auffassung, den besiegten Deutschen demonstrieren zu wollen, wie Demokratie in einem Rechtsstaat funktioniere, auch bei den Siegern. Falsches Bild. Es ist im Einzelnen für die Fliegermorde noch zu untersuchen, ob und wann das prozesstaktische Raster des Common Design, also der Vorwurf der gemeinsamen Verfolgung einer unrechtmäßigen Tat, angewendet wurde. Spätestens mit dem umfangreichen Stroop-Verfahren, das einen Tatkomplex behandelte, wurde das juristische Durchexerzieren des Common Design für den Rest der Fliegermorde Standardprozedur. Stroop stand vom 10. Januar bis 21. März 1947 in Dachau vor Gericht mit 21 weiteren Angeklagten, meist Angehörigen von Gestapo, SS, NSDAP und Polizei aus seinem Bezirk. Verhandelt wurde nur ein Teil der zwischen September 1944 und Frühjahr 1945 begangenen Morde, dennoch ausreichend für zahlreiche Todesurteile. Der südhessische Tatkomplex, von dem eingangs berichtet wurde, entging der Dachauer Anklagebehörde, weil bereits angehandelt und offenkundig zu wenig Wissen über die Befehlsketten jenseits von Gestapo, SS und Wehrwolf-Organisationen existierte oder keine Rolle spielte. Stroop wurde wegen seiner Beteiligung an der Ermordung der amerikanischen Flieger am 21. März 1947 zum Tode verurteilt. Das im September 1947 bestätigte Urteil wurde jedoch nicht vollstreckt, sondern Stroop an Polen ausgeliefert, wo er wegen seiner Kriegsverbrechen 1952 hingerichtet wurde. Leider führte das Prozessraster des Common Design dazu, dass nach meinem ersten Eindruck einiger Urteile diese besonders milde ausfielen. Da die Übergriffe als individuelle Exzesstaten unter dem Eindruck der Luftangriffe oder nachvollziehbarer Emotionen des deutschen Täters juristisch ihre Würdigung fanden. Wie gesagt, ein erster Eindruck aus der Durchsicht von 10% der vollständigen Prozessunterlagen der Fliegermorde, die ich mir in den letzten 8 Jahren aus den USA besorgt habe. Wirklich Substanzielles wird man erst dann sagen können, wenn die vollständigen US-Unterlagen der Forschung zur Verfügung stehen. An dieser Stelle ein notwendiges Wort zur Quellenproblematik und der Frage, inwieweit die Dachau-Trials der juristischen Ahndung des Massenmordes gerecht wurden. Ja, zum Zeitpunkt der Durchführung angesichts der schieren Masse und der Situation im kriegszerstörten Deutschen überhaupt konnten. Von den Übergriffen ohne Tote wurden nach momentanem Kenntnisstand nur 60 Fälle verhandelt. Die große Masse ist heute noch in den rund 350 Archivboxen der Cases Non-Tried in den National Archives in Washington überliefert. Es sind genauso wie Fälle mit angeblichen Toten häufig eingestellte Ermittlungen, entweder weil keine Toten gefunden wurden oder der Name nicht überliefert wurde. Wichtige Belastungszeugen fehlten, waren tot oder verschwunden. Die Tatorte lagen im sowjetischen Einflussbereich, zu dem die US-Anklage immer weniger Zugang hatte.
oder weil sich die War Crimes Group aufgrund der schieren Masse der zu ermittelten Übergriffe auf die Mordfälle konzentrierte. Ein Beispiel. Der verletzte Pilot der Maschine, in der die beiden in Groß-Gera ermordeten Flieger saßen, wurde bei der Notlandung von einer Gruppe Bauern und örtlichen Nazi-Funktionären misshandelt und sollte erschlagen werden. Er hat das nur dem beherzten Eingreifen des Grundstückseigentümers und Hilfspolizisten zu verdanken, einem Bauern, der in der ländlichen Region am Niederrhein als guter Katholik hoch angesehen war. Ein kleiner, unscheinbarer Mann. Dieser sorgte persönlich später auch dafür, dass dem Piloten beim Transport zur Polizeidienststelle und während des Aufenthalts dort nichts geschah. Zeuge der Misshandlung waren unter anderem zwei polnische Zwangsarbeiter, die zwar beim Einmarsch der US-Armee dieser Kenntnis von den Vorfällen und den Tatbeteiligten gaben, aber im Laufe der Ermittlungen nach Polen zurückkehrten bzw. als Hilfskraft der US-Armee irgendwo im kriegszerstörten Deutschland unterwegs war. Der Übergriff an Leutnant Dean Allen kam somit nicht vor das Gericht in Dachau, ist aber als einer der Untried Cases überliefert. Ihm selber bedeutete man, dass sein Fall zunächst zurückgestellt werden würde, da er überlebt habe und man sich auf die Morde konzentrieren werde. Auch die Morde an zwei seiner Crew. Ich habe davon gesprochen, dass die in den Nara liegenden, nicht digitalisierten, vollständigen Prozessunterlagen der Dachau Trials für die historische, juristische, politische und vergangenheitspolitische Bewertung und Einordnung der Verfahren unabdingbar sind. Darüber hinaus sind es viele erst in den letzten Jahren und Jahrzehnten zugänglich gewordene Quellenbestände, die uns einen detaillierten und manchmal neuen Blick auf die Verfahren erlauben. Außerdem geben sie uns viele Informationen zum kollektiven Umgang der Dachauer Verfahren bei den betroffenen US-Familien, auf die ich im letzten Teil meiner Ausführungen noch kommen werde. Für die Aufarbeitung der Fliegermorde sind im Wesentlichen die folgenden Quellenkomplexe dies und jenseits des Atlantiks relevant, abgesehen von individuellen Familienunterlagen. Die Verfahrensunterlagen der Dachauer Kriegsverbrecherprozesse als Komplex in den National Archives, deren Reviews das Marburger Zentrum für Kriegsverbrecherprozesse dankenswerterweise online gestellt hat. Die Reviews sind für unsere Frage nach der kollektiven Erinnerung in den Familien allerdings weitgehend unergiebig, außer dass sie einen Einstieg in die Problematik ermöglichen. Die für Deutschen weitgehend unzugängliche und nur mit viel Zeit und Mühe von den US-Behörden zu erhaltenen sogenannten IDPFs. Die individuellen Exhumierungsunterlagen, die im Falle der Ermordeten die parallele oder erst nach den Prozessen erfolgte Identifizierung und die versuchte Aufklärung der Todesursachen sowie Korrespondenz mit den Familien enthalten. Interessanterweise befinden sich hier teilweise Korrespondenzen, die man in den Dachauer Verfahrensunterlagen vermuten würde, zu Umständen des Todes und Belegen bei den Exhumierungen über eine Ermordung. Nachdenklich machend, es gibt immer wieder Hinweise darauf in den Exhumierungsunterlagen, dass ein Mord vorliegt, den die War Crimes Group nicht aufgriff. Die Verlustmeldungen der US Air Force, die Missing Aircrew Reports, in die nach Kriegsende in unterschiedlichem Ausmaß deutsche Beuteakten eingeflossen sind, sind eine weitere wichtige Quelle. Darin befinden sich häufig individualisierte Fragebogen über tote und vermisste Angehörige einer Crew, in denen die überlebenden Besatzungsmitglieder Auskunft über die Umstände des Todes geben mussten. Und als nächstes die inzwischen teilweise digitalisierten deutschen Abschussmeldungen mit natürlich meist verklausulierten Umständen der Ermordung, also wie auf der Flucht erschossen oder tot aufgefunden, ebenfalls in den National Archives. Sie enthalten auch Erkennungsmarken einer Crew oder eines Jägerpiloten, sowie manchmal persönliche Unterlagen des in Gefangenschaft geratenen oder umgebrachten Fliegers.
hier eine Karte, die aufgefunden wurde mit dem berühmten Erkennungszeichen J. Auch der Tod des Samuel M. Goathagen ist bis heute ungeklärt. Zu erwähnen sind auch westdeutsche Gerichtsakten und vor allem Unterlagen der Spruchkammern, in denen sich Tatbeteiligte an einem Übergriff auf einen alliierten Flieger rechtfertigen mussten oder dies zumindest zur Kenntnis der Spruchkammer gelangte. Diese Akten sind ausgesprochen interessant, da viele Fakten, Netzwerke, Befehlsketten und Einschätzungen nie bis zum US-amerikanischen Militärtribunal gelangten. Im Falle der Nachkriegsprozesse offenbaren sie teilweise eine Sicht auf den Luftkrieg, der einer Ahnung der Verbrechen nicht eben förderlich war. Stichworte Dresden, Hamburg, Feuersturm und die Akzeptanz eines spontanen Lynchmords als Reaktion der zu Unrecht schwer in Mitleidenschaft gezogenen Zivilbevölkerung. Goebbels nachwirkende Propaganda ist da unschwer zu erkennen. Und schließlich die Überlieferung der britischen Kriegsverbrecherprozesse. Soweit einige kurze Erläuterungen zum Quellenbestand und Einordnung der Überlieferung für die Dachauer Verfahren. Wie nun sind die Dachauer Verfahren im kollektiven Gedächtnis der US-Amerikaner, insbesondere den betroffenen Familien und ihrem Umfeld verankert? Die Aufarbeitung der Fliegermorde dies und jenseits des Atlantiks hat außerhalb der Gerichtsverfahren die unterschiedlichsten Formen gefunden. Das Thema ist in unterschiedlicher Intensität Bestandteil der reichen US-amerikanischen Memoirenliteratur, wie hier beispielsweise im Buch von Donald E. Casey, in der er das Schicksal seiner Crew erzählt. Manchmal begeben sich Familienangehörige auf eine Spurensuche, initiiert oder unterstützt von deutschen und österreichischen Forschern oder politisch Interessierten, die die Einzelfälle in ihrer Region aufarbeiten. Hier reisten die Familienangehörigen 2018 der Hard to Get unter anderem nach Groß-Gerau, wo für die beiden Ermordeten am Tatort eine Erinnerungstafel durch die Stadt gestiftet wurde. In Dachau sind sie allerdings nicht gewesen, weil abgesehen von der Geschichte des Lagers dort nichts an ihre persönliche Geschichte erinnert. Genauso wie im Falle des in Pullach ermordeten James Malcolm Green, der Übergriff auf seinen Crewkameraden Richard Travers kam in Dachau allerdings zur Verhandlung. Die Stadt München hat für Green als emotionalen Ankerpunkt vor 3 Jahren ein Erinnerungszeichen am Tatort gestiftet. Mit den technischen Innovationen wird der Morde und der Dachauer Verfahren im Rahmen von Webseiten gedacht. Hier die Webseite von Mike Weber, die der Geschichte der Crew der White Elf for Love gewidmet ist. Die White Elf for Love wurde im November 1944 in Österreich abgeschossen. Der jüdische Kamerad seines Vaters, Morris Kost, von einem NSDAP-Blutordensträger erschossen. Mike Weber geht auf seiner intensiv recherchierten Webseite auch dem Verfahren US vs. Hangöbel nach. Das am 17. und 18. Oktober 1945 verhandelte Verfahren war einer der ersten Fliegermordprozesse in Dachau. Auch der Dokumentarfilm meist einzelner engagierter deutscher Freelancer hat sich des Themas angenommen und explizit den Kontakt zu den amerikanischen Familien hergestellt. Erwähnen möchte ich vor allem den Film 13. Juni von Markus Siebler. Er zeigt auf höchst eindrückliche Weise nicht nur die beklemmende Spurensuche der Fliegermorde in der Holledau, seiner Heimat, sondern bindet auch die US-Familien in seine Erinnerungsarbeit mit ein. Auch ein Thema, die Dachauer Verfahren, US vs. Hermann im Juni 1946 und US vs. Staudinger im Juli, August 1946, die mit schwersten Strafen endeten. Ein eher ungewöhnliches Format war die beliebte MDR-Reihe Die Spur der Ahnen, die zeigte, wie Familien sich mit Hilfe der Möglichkeiten des Fernsehens mit Geheimnissen ihrer Vorfahren beschäftigten. Die Folge Mein Onkel, der Nazi-Kommissar, in dem ein 85-jähriger Lehrer das Geheimnis um seinen teilweise unter falschem Namen lebenden Onkel zu ergründen suchte, war ein besonderer Höhepunkt dieser Reihe. Und schließlich, als Ausblick und Appetizer, wird sich die neue Miniserie von Tom Hanks und Steven Spielberg, Band of Brothers Teil 3, Masters of the Air, im Rahmen der Geschichte der 100. Bomb Group der US-Luftwaffe des Themas annehmen.
Wie ist durch die strikte Geheimhaltung um das monumentale Filmprojekt nicht zu erfahren? Aber anhand der Detailfragen, die vom Filmteam bei mir gelandet sind, kann man erschließen, dass es die für auch die Fliegermorde ein Bestandteil sein werden. Und mit der Frage, ob sich Täter und Opferangehörige im Zuge der juristischen Aufarbeitung jemals begegnet sind, komme ich zum Schluss. Mir ist nicht bekannt, dass Familienangehörige bei den Gerichtsverhandlungen präsent und mit den Tatbeteiligten konfrontiert waren. Das, was die Familien und Crewkameraden erfuhren, waren meist sorgsam formulierte amtliche Benachrichtigungen, dass der Angeklagte A oder B vor einem Militärgericht zum Tode oder einer Freiheitsstrafe verurteilt worden wäre. Die Reaktionen darauf waren ganz individuell. Die Trauernden nahmen es teilweise mit Genugtuung, aber auch Gleichgültigkeit auf, weil sie sich mitten im Trauerprozess befanden und mehr mit der Bewältigung des Alltags beschäftigt waren. Witwen waren nicht selten eine neue Verbindung eingegangen und hatten mit dem Kapitel Fliegertod ihres Liebsten manchmal aus Selbstschutz abgeschlossen. Andere Betroffene kritisierten das Strafmaß, zumal wenn es in ihren Augen zu gering ausfiel oder der Verurteilte amnestiert wurde. Wiederum andere, vor allem wenn es jüdische Flieger mit europäischen Angehörigen getroffen hatte, mussten neben dem Trauma des Todes des Ehemanns, Sohnes oder Bruders häufig noch den Verlust der durch den Holocaust ausgerotteten Familie verarbeiten. Hier waren die Reaktionen auf die Amnestien, ein mildes Urteil oder eine aus verschiedenen Gründen nicht erfolgte juristische Ahndung besonders scharf. Insgesamt herrschte bei der Informationspolitik der US-Behörden aus verschiedenen Gründen die Tendenz vor, die Unterschiede des Todes nur oberflächlich mitzuteilen oder auf Argumentationsmuster zurückzugreifen, die den jungen Männern vor ihrem Einsatz eingeschärft wurden. Wenn man in einer ländlichen Gegend lande, solle man sich vor den Bauern mit dem Knüppel oder der Mistgabel hüten. Dass auf deutschem Boden die tödliche Gefahr eher von Gestapo, SS und Jagdkommandos der NSDAP ausging und leider auch von fanatisierten Teilen der Wehrmacht, das wurde meist nicht kommuniziert, da man die Wehrkraft der jungen Flieger nicht schädigen wollte. Das führte dann durch amtliche Verlautbarungen und die kanalisierte Informationspolitik im Hinblick auf die Urteile bisweilen zu falschen Narrativen innerhalb der Familien, die bis heute nachwirken. Ein Beispiel. Der Neffe eines bei Dessau ermordeten jüdischen Fliegers trug bis vor ein paar Jahren einen Zettel mit einem Namen des mutmaßlichen Mörders in seiner Geldbörse. Jeden Tag sollte es ihn an den Mord erinnern. Zwei der Tatbeteiligten, es wurden insgesamt 3 Flieger erschossen, waren in Dachau zum Tode verurteilt worden. Der mutmaßliche Mörder seines Onkels sei nicht angeklagt worden, der Vorgesetzte rechtzeitig abgetaucht. Der Familie teilte man mit, dass Samuel Levine bei der Notlandung von einem wütenden Bauern aus dem Dorf Klein Zerbst einfach erschossen worden sei. Die Familie hat das bis heute nicht geglaubt und den Namen des Mörders immer bei sich getragen, der alles war, aber kein Bauer. Die Aufklärung erfolgte vor einigen Jahren, als der Neffe des untergetauchten Polizeikommissars von Dessau in hohem Alter mit Hilfe des Fernsehens ergründen wollte, warum sein Onkel Arthur Jetzinger zeitweise versteckt unter falschem Namen lebte und bestimmte Themen bei Familiengesprächen ängstlich vermied. Für den Beitrag »Mein Onkel, der Nazi-Kommissar« fand der Autor des Beitrags nicht nur die Geschichte hinter der Geschichte des abgetauchten Onkels, sondern mit Hilfe verschiedener deutscher und amerikanischer Forscher auch die jüdische Familie. Sie erfuhren nun die Wahrheit über den Tod ihres Onkels, auch wie die Behörden versucht hatten, alle Täter in Dachau vor Gericht zu stellen und warum 2 von ihnen der Anklage entgingen. Für die Familie Levine war es trotz schmerzhafter Momente eine wichtige Erfahrung, weil sie nicht nur das Verhalten ihrer eigenen Regierung und der Anklagebehörden reflektierte, sondern auch ihr Verhältnis zu den Deutschen neu bewertete. Ich möchte George Levine heute Abend das Schlusswort geben, da aus seinen Worten auch eine Begründung dafür herzuleiten ist, warum die Auseinandersetzung mit den Fliegermorden und ihrer juristischen Aufarbeitung für die Völkerverständigung so wichtig ist.
I grew up not liking Germans because of the Holocaust. They are nobody you want to get to know, and they are all evil. The fact that we got a call from normal German people saying that Germans are looking into their background about the Holocaust and not letting former Nazis off the hook was life-changing for me. Something happened so many miles away, and you think that this was an event that came and went and that nobody thought about it. You come to these conclusions and you're just dead wrong. These people in Germany really care about this stuff. My opinion has radically changed. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Meine, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Wir wollten es heute vom Ablauf so halten, dass wir uns im Anschluss direkt kurz hier noch unterhalten und noch ein paar Punkte vertiefen, dann den zweiten Vortrag haben, dann auch eine anschlusskurze Vertiefung am Podium und dann noch sozusagen den Raum öffnen für Fragen aus dem Publikum. Frau Meinl, vielen Dank erstmal, dass Sie nicht nur zum Prozess oder zu den Prozessen viel gesagt haben, sondern auch zu der Forschungsproblematik, zu den diversen, auch zur Erinnerungsgeschichte, uns also ein sehr umfassendes Bild geliefert haben von diesen sogenannten Fliegerprozessen. Zu der Forschungsproblematik kann ich vielleicht nur kurz andeuten. Sie haben es angesprochen, die unerschlossenen Akten in Washington. Da werden wir als Fortsetzung unseres Bemühens um die Erkundung der strafrechtlichen Aufarbeitung hier in Dachau, werden wir die noch nicht digitalisierten Bestände in Washington in einem Folgeprojekt, das sozusagen aus unserer Dauerausstellung erwachsen ist, werden wir versuchen, einen Gesamtbestand zu realisieren, der dann in Deutschland digital einsehbar sein wird. Kurz nochmal, weil Sie bewusst auch auf die britischen Akten hingewiesen hatten. Sie haben zum Teil damit gearbeitet, aber zum Teil eben noch nicht. Vielleicht können Sie kurz skizzieren, was Sie aus den vergleichenden Blicken auf diese Akten, welche Erkenntnisse Sie schon gewonnen haben und welche Sie sich noch erhoffen im Weiteren. Es ist an. Also ich hatte dankenswerterweise durch Herrn Wolfgang Form die Möglichkeit, 2 Tage im Marburger Zentrum für Kriegsverbrecherprozesse mir deren Kopien aus dem britischen Nationalarchiv in Kew anzuschauen. Ich habe das gemacht mit der Aufgabe, die Frauen dort rauszufiltern. Das heißt, ich habe mir zwar den kompletten Bestand angeschaut, aber eben nur sind in diesen Verfahren Frauen angeklagt worden oder eben nicht oder tauchen sie als wichtige Zeugen auf. Was mir aufgefallen ist, dass Amerikaner und Briten, was die Befehlsketten und die regionalen NSDAP-Strukturen vor Ort, Gestapo-Strukturen, nicht zusammengearbeitet haben. Das ist jetzt aber nur ein Eindruck. Ja? Wie gesagt, ich habe nicht darauf geachtet, sondern es ist mir aufgefallen. Sie hatten einen breiteren Blick im Hinblick, oder sie waren radikaler bei den deutschen Militärs, die gegen die Kriegsgesetze verstoßen haben. Auch das, wie gesagt, ist ein Eindruck, muss man sich im Einzelnen mal anschauen. Ich habe leider auf die Urteile nicht geachtet, ja, sondern wirklich nur geschaut, wie gehen die Briten mit den Frauen um. Und da gab es keinen Unterschied zu den Amerikanern. Also, wie gesagt, weites Feld, viel zu tun. Sie hatten es gerade schon angesprochen, in den Fliegerprozessen gibt es zwar jetzt auch nicht sehr viele, aber doch mehr weibliche Angeklagte als in den Prozessen zu den KZ-Verbrechen. Das macht vielleicht auch nochmal den Blick etwas weiter dafür, dass wir es doch mit einer breiteren Gruppe von Angeklagten zu tun haben. In den KZ-Verbrechenskomplexen geht es hauptsächlich um SS, Waffen-SS-Angehörige, um Ärzte, teilweise Polizisten, Funktionshäftlinge und bei den Fliegerprozessen kommen ja nochmal Zivilpersonen in einer ganz anderen Weise in den Blick. Vielleicht können Sie dazu nochmal was sagen, zur Anzahl, zu deren Rolle bei den Verbrechen und dann auch deren Behandlung in den Prozessen. Das Problem hierbei, wenn man das einordnen will, ist, dass
man dazu auch die kompletten Verfahren braucht. Also das heißt, wir haben einzelne Verfahren, wo Frauen angeklagt waren, die bis auf zwei in der Regel zu zeitigen Freiheitsstrafen verurteilt wurden. Zwei sind zum Tode verurteilt worden, aber später amnestiert worden. Es ist eine relativ geringe Zahl, die dann auftaucht, wenn diese Lynchmorde eben vor aller Augen, vor aller Ohren in den Städten und in den Orten stattfanden, wo also die Flieger ganz gezielt von SS, Gestapo, Polizei durch zumeist kriegszerstörte Städte getrieben wurden und man die Bevölkerung so lange aufgehetzt hat, bis also irgendwann einer den ersten Stein ergriffen hat. Das war im Falle von Rüsselsheim. Dann eben waren es die Frauen, ja, die also die Männer hochgeheizt haben, aufgefordert haben, sie umzubringen. Das hätten sie wahrscheinlich ohnehin getan. Aber wie gesagt, der Erste, der einen Stein, einen Backstein oder einen Ziegelstein eines zerstörten Hauses in die Hand genommen und dem Flieger den Kopf geworfen hat, war eine Frau. Normalerweise waren die Waffen der Frauen die Zunge. Ja, man findet eine weibliche Beteiligung, aber eben auch, und das ist heute Abend leider ein bisschen zu kurz gekommen, man findet auch viele Frauen, die sich da vorgestellt haben, die dagegen gesprochen haben, die angefangen haben zu weinen und Lynchen durch ihre Präsenz und auch das Nicht-Weggehen und das Weinen und das Reden verhindert haben. Es gibt in dem Fall in der Holledau eine Frau, die hat sich an den zerstörten Bomber gestellt, da lag der verbrannte Pilot drin, der sollte gelyncht werden, der Kreisleiter war schon da. Und die hat sich wirklich getraut, den Mund aufzumachen und hat dann ganz furchtbar angefangen zu weinen und es war ihm irgendwie peinlich. Und er hat dann die nächsten drei Morde von anderen durchführen lassen und da, wo keine Leute da waren und es keine Zeugen gab. Diese Frauen, die unterschiedliche Rolle der Frauen, kommt aus den Reviews fast überhaupt nicht. Also das sind diese Kurzfassungen, die online sind, fast überhaupt nicht raus. Dazu braucht man wirklich die kompletten Verfahren. Und da sieht man eben, dass die Welt nicht nur aus Soldaten und Männern besteht, sondern dass eben auch der Kosmos der Volksgemeinschaft zu 50% aus Männern und Frauen besteht. Und sie waren nicht besser. Ja, dann eine weitere Einschätzung noch zu den Urteilen. Wir haben ja doch so fast die Hälfte der Verfahren, die in Dachau verhandelt worden sind, drehten sich um Fliegerprozesse. Das ist ein großer Anteil der Verfahren, die hier durchgeführt wurden. Es gibt das etwas holzschnittartigen Befund, dass die Urteile am Anfang sehr streng waren, viele Todesurteile, viele lange Haftstrafen und das ist dann tendenziell, je später das Verfahren, desto milder die Urteile. Würden Sie das für die Fliegerprozesse so bestätigen oder wie ist Ihr Eindruck da vom Gesamtbild? Bei den ersten Militärtribunalen, die im Sommer 1945 stattfanden, sollte den Deutschen schon ganz eindrücklich demonstriert werden, wie eine Demokratie, wie ein demokratischer Rechtsstaat mit dem Mord an Kriegsgefangenen umgeht. Die Urteile waren hart, es sind sehr viele Todesurteile gefällt worden, aber es sind auch viele Todesurteile zurückgenommen worden, in lebenslange Freiheitsstrafen umgewandelt worden und dann irgendwann zu sehr geringen Strafen im Anbetracht der Schuld umgewandelt worden. Man muss sich jedes einzelne Verfahren wirklich genau betrachten, weil manche Urteile würde man heute mit dem Wissen von heute vielleicht anders fällen. Also es gab so eine, wieder Stichwort Common Design, es gab eine Gruppe, die immer relativ gut davon gekommen ist. Das waren diejenigen, die zwar einen Flieger erschossen oder ihn verprügelten, bei denen aber keine Beteiligung an einer Verschwörung, an einer gemeinsamen Sache, an einem gemeinsamen Plan nachzuweisen war. Da hat man dann sehr niedrige Strafen oder eben auch zu Freiheitsstrafen gegriffen. Wir haben auch, was den Dachau-Komplex betrifft, unterschiedliche Gerichtsformen. Also sprich, wir haben die Militärkommissionen der 3. und der 7. US-Armee, die im Sommer und Herbst 1945 urteilen. Wir haben dann später eben hier Dachau die Verfahren. Das heißt, das sind ganz unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Juristen und das sind ganz unterschiedliche Erfahrungen.
ich sag mal, einem Juristen, der bei der Befreiung von Dachau als Augenzeuge dabei war, der hat eine ganz andere Einstellung zu denen, die da vor ihm stehen und ihm erzählen, dass sie nichts gewusst haben, dass sie nur Befehle ausgeführt haben und dass doch eigentlich die Amerikaner selber schuld seien, weil sie die Deutschen durch die Luftangriffe terrorisiert haben. Es waren natürlich auch immer wieder Juristen dabei oder Ermittler dabei, die selber oder deren Familienangehörige aus Nazi-Deutschland geflohen waren. Es gab zum Beispiel einen sehr bekannten hier für die Dachauer Verfahren. Es war ein junger Wiener Jude, der es geschafft hat, rauszukommen, der berüchtigt war für seine Verhörtaktik. Der wird sicher eher für Todesurteile gewirkt haben, als jemand, der aus der relativen Sicherheit von Harvard dann hierher irgendwann nach Dachau versetzt worden ist. Also auch, ich bin jetzt ganz defensiv. Ich möchte mir einfach gerne mehr Verfahren angucken, um das wirklich ehrlich beantworten zu können.